Hallo Pokémon-Trainer, es gibt mal wieder News im Bereich Pokémon VGC, Video Game Championship. Und zwar werden die Regeln wieder geändert. Und zwar beginnt ab Mai wieder was Neues. Es gibt neue Regeln. Und folgendermaßen sieht es aus. Die Restricted Pokémon wie Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Kyogre etc., also die ganzen Cover-Legenden, die sind dann wieder verboten. Das heißt, wir gehen von Series 8 wieder zurück zu Series 7. Das heißt, ohne die ganzen Legendären. Die normalen Legendären sind dabei, also wie zum Beispiel Galar Moltres, Zapdos und die ganzen anderen Pokémon, die wir eine Saison vorher hatten. Nur die Cover-Legenden sind dann wieder weg. Was heißt das jetzt für uns? Wir können wieder ins ganz normale Teambuilding einsteigen. Und wer ein paar Ideen braucht, der geht auf die Seite victoryroadvgc.com und kann sich da einige Inspirationen holen. Hier haben wir Series 7 Teams, die werden wieder beliebt sein. Und hier haben wir wieder einige gute Vorschläge. Hier haben wir den Code für das Lycode Team. Ob das verfügbar sein wird, weiß man nicht genau. Dann haben wir den Poképaste, da könnt ihr euch die genauen EVs und DV-Werte und Attacken und so weiter holen. Und da gibt es natürlich weitere Beispiele. Wir haben hier Galar Moltres, dann haben wir Metagross-Teams, die auch sehr beliebt sind. Dann haben wir Urshifu. Urshifu kommt wieder, weil es ein super gutes Pokémon ist. Dann haben wir Dusclops und Glastrier, das kommt wieder. Lapras. Lapras war in der, oder ist aktuell in der Saison 8 super gut mit Zacian. Dann kommt das Regigigas-Team zurück. Wer da ein bisschen Inspiration braucht, kann sich hier von Aaron Zeng etwas abschauen. Und natürlich andere Teams. Falls ihr weitere Daten braucht, geht ihr auf pikalytics.com und da könnt ihr oben links dann auswählen, welche Series ihr haben möchtet. Und da seht ihr, Incineroar ist auf Platz 1, dann haben wir Kapokime, Porygon 2, Regieleki, Lando T ist sehr beliebt, Glastrier, Urshifu, Rillaboom und dann geht es immer weiter mit den Prozenten runter. Und da seht ihr auch genau, welche Attacken werden gebraucht und am häufigsten gespielt, auf Showdown allerdings. Dann haben wir die Fähigkeit, die Items und die EV-Verteilung. Dann gibt es noch die Webseite nimbazacitypost.com und da gibt es auch einige Leihcodes und Rental-Teams. Da haben wir zum Beispiel Screens, da haben wir ein G-Max Lapras dabei, wir haben Grimmsnarl dabei, dann hätten wir glaube ich noch Katapultra und wir sehen auch noch die ganzen Player und auch den Twitter-Account von denen. Also da könnt ihr auch mal fleißig folgen. Da haben wir Wolfie Glick, James X, den kenne ich noch. Und dann hier Paste und Rental. Und zu guter Letzt noch das Wetterteam. Also Sonne wird beliebt sein. Dann haben wir Tyranitar, das kommt wahrscheinlich auch wieder. Kurtel, Niesel, Quaxo kommt zurück. Und G-Max Colossal. Dann haben wir noch Metagross, Glastrier und andere. Also dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wer bisher noch nicht diese Doppelkämpfe gemacht hat, der wird hier eine gute Quelle kriegen. Man kann einmal auf Showdown alles ausprobieren und man kann hier auch sich die Leihcodes abholen und dann gegen andere Spieler in Pokémon Schwert Schild spielen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Züchten und wir sehen uns natürlich wieder bei dem nächsten Video. Schaltet wieder ein, abonniert den Kanal für weitere Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao!